Herzlich willkommen hier bei Martins Do It Yourself Channel und heute soll es weitergehen in meinem Bad, aber nicht direkt im Bad, denn ich möchte endlich das ganze Thema Zisternenwasser zum Abschluss bringen. Damit ich überhaupt das machen kann, muss ich runter in den Keller, da muss nämlich ein bisschen was angeschlossen werden, da soll ein bisschen was vorbereitet werden. Darum soll es in dem heutigen Video gehen, deswegen wünsche ich dir viel Spaß und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. So, dann schaut euch das große Alien schon mal an. Und zwar, das ist im Prinzip dieses Rohr hier, jetzt muss ich hier gucken, das Rohr, das kommt von der Zisterne, das ist das Rohr, was zur Gartenbewässerung hochgeht und dieses weiße Rohr hier in der Ecke, das da unten, das ist das Zisternenwasser für Bad und Co. So, hier habe ich normalerweise die Pumpe stehen, nicht diese, das ist eine defekte, da will ich mal gucken, ob ich die noch repariert bekomme, sondern eine andere Wasserpumpe, die muss hier hin, die kann ich aber nicht einfach so hinstellen, weil wir haben hier gerne mal Wasser im Keller und deswegen ist alles, was wichtig ist im Keller, hier auf dem Podest gebaut. Kann ich dir jetzt gleich mal zeigen. Zum Beispiel hier unser neuer Wasserkeller auf einem Podest. Und auch hier die Heizung erhöht. Der Druckausgleichbehälter, der kommt auch noch hoch. Und auch unser Vorbesitzer hatte hier schon seine alte Waschmaschine hier auf so einem Podest. Er hat gemeint, er hat die nur benutzt zum Arbeitsklamottenwaschen. Wir haben sie noch gar nicht genutzt, die fliegt hier auch wieder raus. Auch das hier steht auf einem Podest.
mal schauen, was ich hier ganz kurz fabriziert habe. Also ich habe mir hier jetzt hier Schalsteine hingelegt. Man könnte natürlich auch das ganze Podest mit ganz normal mit Holzbrettern euch einschalen und dann vollgießen. Da ich aber diese Schalsteine hier noch übrig habe, die sind noch zur Verfügung, die sind noch von einem anderen Projekt, und zwar von der Terrasse habe ich noch ein paar. Und die müssen ja auch weg. Und ich glaube, so kann man die richtig gut verwenden. Einfach hier so als Rand setzen, vollfüllen, fertig. Ich habe ja gesehen, ich habe mir hier bei dem Stein habe ich mir ja diese Dings rausgemacht hier, die Ecke. Na, ihr wisst ja, was ich meine, diese Kerbe. Damit ich eben halt hier meinen Bewertungsstall reinlegen kann, genauso wie dann hier, dass das im Prinzip dann miteinander verbunden ist und sich nicht mehr auseinander bewegen kann. Dann habe ich hier unten in das Fundament Löcher reingebohrt. Dort kommen dann diese kurzen Eisenstangen rein, die ihr mit gesehen habt, die ich mir zusammengeschnitten habe, so dass im Prinzip der Sockel auch mit dem Fundament verbunden ist und da bewegt sich nichts mehr. Also das habe ich drüben mit dem Wasserboiler, ich habe uns Wasserkeller gesagt, das ist der Wasserboiler natürlich, drüben beim Wasserboiler habe ich das ganz genau so gemacht und da bewegt sich nichts mehr. Also das wird richtig stabil. Aber bevor ich jetzt hier loslegen kann mit losfüllen, also dann habt ihr noch gesehen, habe ich mir die Bretter hingemacht, weil die Wände halt hier so ein bisschen schief sind, auch hier hinten habe ich das gemacht. Und da werde ich erstmal verfüllen, ein bisschen Zement reinmachen und das werde ich erstmal ein bisschen vorbereiten, bevor ich dann anfange hier den großen Bereich dann komplett einmal zu füllen. Ich muss auch mal gucken, wie viel Beton ich noch da habe, wie viel Zement, wie viel Fertigzement. Weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt nochmal losfahren wegen 2-3 Sack, deswegen werden wahrscheinlich auch ein paar Bauschuttreste da mit drin landen, irgendwelche Steine, da mal gucken. So, schlag vor, jetzt machen wir erstmal hier noch die weiteren kleineren Vorbereitungen. Das ist schon besser. Es könnte noch ein bisschen fester sein, aber für mich ist es jetzt erstmal so okay. Das muss jetzt erstmal abbinden. Und zwar einmal diese Bewährungsstäbe, die ich jetzt hier unten einbetoniert habe in den Sockel, in den Fundament, meine Güte. Und natürlich auch diese zwei Randdinger da, die müssen jetzt erstmal mit abbinden. Und dann kann ich im Prinzip hier alles weiter verfüllen. Ich habe hier hinten, vielleicht, weiß nicht, ob ihr seht, schon ein paar Steine reingelegt, um halt so ein bisschen auch zu sparen, um den Bauschutt loszuwerden, um natürlich auch noch ein bisschen Beton zu sparen, damit ich nicht ganz so viel runter in den Keller schleppen muss. Die Steine waren schon hier unten, die müssen weg. So, das Ganze werden wir, denke ich mal, dann Sonntagvormittag machen. In dem Sinn, gleich geht's weiter.
das heißt erstmal gewesen sein, hier von meinem Fundament, von meinem Sockel für die Pumpe ist jetzt kein Meisterwerk, das weiß ich auch. Und wenn du jetzt irgendwie vorhast, gewerblich irgendwo Podeste zu bauen, mach's nicht so. Ich bin mir sicher, es gibt keine einzige Vorschrift, gegen die ich mich verstoßen habe. Das ist mir auch wurscht, weil hier kommt eine Pumpe drauf, hier steht eine Pumpe drauf, da passiert nicht viel. Das Ding bewegst du nicht mehr, das ist fest. Das ist durch diese Bewährungsschäle unten mit dem Fundament mit verbunden, das ist fest. Hier sind nochmal die Bewährungsschäle drin, sodass sich das auch so nicht auseinanderlegen kann. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwas passiert. Also ich glaube, das könnte sogar länger halten als der BE da. Das kommt auf eine Wette drauf an, oder? 3 Tage habe ich jetzt gebraucht, heißt aber nicht, dass ich hier zu lange rumgedödelt habe, sondern einfach, ich habe natürlich jetzt nicht rund um die Uhr dran rumgebastelt, sondern immer nur so kleine Etappenweise. Und das ist auch ganz gut so, denn so als Bürohengst, ihr habt die Treppe gesehen, den ganzen Zement und Beton hier runterschleppen, meine Frau hat auch noch mit hier runtergeschleppt, das ist schon eine kleine Herausforderung. Aber wir haben es jetzt geschafft, es ist jetzt fertig, als nächstes muss es jetzt hier noch ordentlich abtrocknen und dann kommt schon die Pumpe drauf, nicht die hier, sondern eine andere. Mal gucken, ob ich die gute Gardena hier hinter mir, ob ich die nochmal repariert bekomme. Hier kommt eine andere Pumpe drauf, hier ist auch schon da alles. Und ich warte jetzt nur noch auf die letzten Anschlussteile und dann wird der ganze Verrohren hier gemacht. Und dann nehme ich euch wieder mit meinem Video. So. Aber bis dahin müsst ihr jetzt erstmal dieses einfache Sockelvideo hier ertragen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, dass es weg ist, weil das ist immer so ein zum Kraftakt, zum Fleißakt und das zum Sonntag. Deswegen machen wir jetzt auch Sonntag und ich wünsche euch einen geilen Sonntag und falls ihr das Video später seht als Sonntag, dann wünsche ich euch einen richtig geilen Start in die Woche. In dem Sinne, ich sage Tschüssikowski, gewinnen Martin und dabei euer Martin hier vom Do-It-Yourself-Channel. Ihr merkt, ich bin durch. Ciao.